Hallo und herzlich willkommen zurück auf Hof Hirschfeld zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Und ihr seht es wahrscheinlich schon, aber ihr habt ja, ach, was sag ich denn, wir versuchen immer so Spannung aufzubauen, ne? Aber ihr habt es ja schon im Titelbild gesehen. Ja, ich mache das trotzdem, werde so weitermachen, weil ich das gerne mache. Ich habe hier Silage. Alles klar, habt ihr gesehen. Was könnte ich jetzt damit machen? Ja, kann ich liegen lassen. Oder ich hebe sie auf und zwar der Silage würdig. Und dafür habe ich hier folgenden Mod hingestellt. Das ist der Torion. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, als ich den jetzt noch im Mod-Hub gesehen habe. Obwohl das Platinum-Add-on angekündigt wurde, hat Giants das durchgelassen. Und ich finde, das ist sehr viel, da muss man schon auch von Toleranz sprechen, dass Giants diese Mods dann tatsächlich noch im Mod-Hub aufnimmt. Weil der ja ziemlich sicher Teil des Platinum-Add-ons ist. Beziehungsweise die Version von Giants dann. Ne? Und von daher, es gibt einige Leute, die sagen, das Platinum-Add-on braucht man nicht, aber ich sag euch ganz ehrlich, nein, ich muss jeder für sich selber entscheiden. Ne? Ich habe es mir schon vorbestellt, obwohl es viele dieser Geräte schon gibt, aber es geht nicht nur um die Geräte, sondern auch tatsächlich darum, was Giants daraus macht, und die haben ein paar Ideen und die sind natürlich auch noch ein bisschen schicker dann. Ne? Also hier zum Beispiel seht ihr beim Material, da könnte noch ein bisschen nachgearbeitet werden. Das ist ein total schicker Mod, ohne Frage. Wenn der gegen Giants pitcht oder gegen die Materialien, die Giants halt so anbaut und wie die das umbauen, kann das manchmal schwierig sein. Ne? Also dann kann der Mod auch gar nicht so viel Zeit investieren, so viel Liebe da rein. Aber trotzdem, das Ding ist wirklich nicht verkehrt. Ne? Wir scrollen mal ein bisschen hoch, dann gehen wir ein bisschen näher ran. Das ist wirklich ein schöner, schöner Mod. Und ich behaupte, dass gäbe es das Platinum-Add-on nicht, würde jeder diesen Mod mitnehmen. Ne? Auch hier so ein Detail da drin, das ist schon echt schön. Ne? Achso, ich kann den Radlader jetzt hochnehmen, das wollen wir natürlich nicht. In dem Modpack ist dieser Radlader drin, sonst nichts. Der geht halt an die Standardschaufeln dran. Das seht ihr schon vorne auch. Wir können da mal runtergehen. So. Und so sieht der Radlader von unten aus. Also auch da schon durchaus saubere Arbeit. Ich finde das immer wichtig, dass die Modder hören halt nicht auf, ne, wo man an den Stellen, wo man zieht, sondern die drehen sich das Ding ja auch in ihrem 3D-Programm. Da guckt normalerweise keinen Mensch hin. Aber das, ich tue es hier schon, ne? So. Jetzt wollte aber natürlich sehen, wie das Ding auch arbeitet unter Last, ne? Mal Sound hören. Ja, ich denke, der ist stimmig. Ich bin mir aber relativ sicher, das Original kommt noch so ein bisschen satter daher. Aber auch unter Last ist das okay. Ah, hier die Palava-Lampe an, da muss ja richtig leuchten. Ah, Licht aber hier auch an, finde ich super. Arbeitsscheinwerfer auch tippitoppi. So, auf die vorderen Arbeitsscheinwerfer herrlich. Setz ich mich mal rein. So, was haben wir denn da? Gas. Ach so, das rückwärtiges Gas. Ja, aber Bremse tut es in der Form nicht. Ja, und ihr seht auch schon an dem Lenkrad. Ich würde eigentlich erwarten, dass das Lenkrad jetzt zurückklappt. Ne? Aber auch da, ne, das kann auch durchaus sein, dass der Modder sich gesagt hat, pass mal auf, hier, da kommt einer jetzt in die Platine mit, und wenn ich meinen Mod nicht vorher bringe, dann passiert da überhaupt nichts mehr. Also dann kommt der nicht mehr. Das ist ein bisschen undankbar. Also lieber Modder, bitte nimm mir das nicht übel. Das Ding ist großartig, ne, das ist echt cool. Und ich werde es auch einsetzen, mindestens bis Oktober. So, laden wir mal hier ein bisschen Silage auf. Gucken wir mal, wie der sich verhält. Der ist auf jeden Fall, die Bewegung setzt der langsam um. Das suggeriert so ein bisschen auch, ja, wie sagt man, Schwerfälligkeit. Das ist ja auch für so einen Radler durchaus gewollt. So, wenn wir mal hier ein bisschen Silage reinpacken, ne? Das muss er auch machen. Oh, gibt der das aus? Das kennt ihr, da brauche ich euch nicht viel zu erzählen. Die Glasfarben sind, glaube ich, ziemlich gut getroffen. Ich würde behaupten, das sind die Farbwerte. Bei den Rädern bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich denke, das passt auch. Ich meinte, es müsste ein bisschen satter sein. Ihr seht das hier oben im Schriftzug.
aber meckern auf ganz hohem Niveau. Ihr seht auch schon, ich habe hier den Thorian 1914 gekauft, aber in dem Shop findet ihr natürlich unter Radlader, das wäre auch Quatsch, wenn nicht. Die Werte sind okay, also 223 PS kommt mir auch tatsächlich. Ich hätte gedacht, der ist ein bisschen kräftiger, ne? Aber das wird wahrscheinlich die Übersetzung auch mit sich bringen, dass da entsprechend Power hinter ist. So, Felgenfarbe, ja, ist Red, das sind so diese Farben, die ihr hier auswählen könnt. Klar ist grün. Wie gesagt, bei dem Rot bin ich mir nicht ganz sicher. Ich meine, das müsste eigentlich ein bisschen satter sein. Also ihr könnt ein bisschen konfigurieren hier, ne? Aber also Klaas Thorian, der muss halt schon so aussehen. Da würde ich jetzt auch nicht viel dran machen. Reifen könnt ihr verändern, da gibt es auch andere Motorausführungen hier. Jetzt kommen wir leider zu einer zu einem kleinen Manko. Bei der Motorausführung müsste sich meines Erachtens irgendwas ändern. Und zwar die PS und kW-Zahl. Tut sie aber nicht. Ich denke, das ist ein Fehler in der Anzeige. Müsste man wahrscheinlich nochmal rangehen. Aber gut. Wie gesagt, also von mir auf jeden Fall Minimum so einen schiefen Daumen nach oben. Ne? Also ein paar Sachen hier könnte man noch nachbessern, aber tolles Gefährt. Werde ich auch nutzen. Finde ich nämlich einen schönen Radlader. Das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Alternative zu dem Standardradlader. Deswegen kommt der rein. Ja, liebe Leute, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Radlader haltet. Werdet ihr euch trotz des Radladers noch das Platinum Add-on holen? Das könnt ihr, ne? Da unten. Da unten könnt ihr reinschreiben, ne? Und da gibt es auch so Däumchen, die sehen ungefähr so aus. Wenn ihr dann so Umrisse macht, das ist dann so ein Symbol dafür oder halt so. Kann man draufklicken. Und ja, wie gesagt, dann lasst mir wirklich die Infos da. Was haltet ihr davon? Möchtet ihr den benutzen? Möchtet ihr den nicht benutzen? Und natürlich, ob euch die Mod-Vorstellung gefallen hat. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bye, bye und ade.